Willkommen zu einem neuen Video, und zwar wollte ich euch heute mal die FC247 Collection vorstellen. Hier sind das die drei Schuhe. Fangen wir mal ganz rechts an, das ist der Luna Gato. Ja, und zwar haben wir mit dem auch in Berlin gespielt. Das ist der Fußballschuh für die Straße bzw. für Hartplätze. Und man sieht es auch hier vorne, also beziehungsweise im hinteren Bereich ist nochmal eine Dämpfung. Und ja, ich konnte mit dem Spielen, war eigentlich auch soweit sehr zufrieden und erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Und alle Modelle sind auch preislich in einem sehr niedrigen Bereich angesiedelt, unter 100 Euro, das heißt ca. 90 Euro kosten die Modelle. Von daher kann man auch eigentlich nichts Negatives über den Preis sagen. In der Mitte haben wir hier den Bomber. Sieht farblich auf jeden Fall sehr auffällig aus. Hier auch die Stollen, beziehungsweise den Nocken. Sieht man auch sofort, es ist ein Kunstrasenschuh. Daher auch vielleicht eine Alternative für Leute, die nur auf Kunstrasen spielen, weil er auch den nötigen Grip dafür bietet, beziehungsweise die Traktion. Hier vorne auch so eine kleine Schussfläche, auf jeden Fall auch sehr interessant, bietet aus meiner Sicht noch etwas mehr Grip. Diese Fläche ist auch etwas rau. Und der letzte Schuh ist der Nike Elastico, ist auch ein sehr weicher Schuh. Der Schuh eignet sich vor allem für die Halle, bietet auch hier sehr guten Grip. Man kann natürlich auch auf der Straße damit spielen, aber ja. Eigentlich ist er für die Halle gedacht. Material ist vorne, wie wir finden, auch sehr weich, sehr angenehm. Kostet auch unter 100 Euro und aus unserer Sicht auch eine Empfehlung. Wer jetzt öfters in der Halle kickt, kann sich den Schuh auf jeden Fall mal anschauen und anprobieren.